Moin moin und herzlich willkommen bei einem weiteren kleinen Guide von mir. Diesmal geht es um das Event Alte Sagen. Ich habe jetzt bereits mit den Barden gesprochen. Das solltet ihr auch tun. Ihr solltet gründlich lesen, was er zu sagen hat. Denn es handelt sich hierbei um ein Artefakt, wo ihr selbst auswählen könnt, welche Effekte es hat. Ihr seht das, ihr habt hier überall 0 von 1 stehen bei den Effekten des Artefakts. Ihr könnt das Video hier auch pausieren, um euch das genau durchzulesen. Um diese Geschichten zu bekommen, müsst ihr diese hier erwerben und dann dem Artefakt hinzufügen. Des Weiteren kann man hier über die Truhe der erzählten Sagen eine Verzauberung bekommen, die es nirgendwo sonst gibt. Die gibt es nur hier. Und die wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen extrem im Preis. Also die wird extrem teuer sein. Also es wird sich auch lohnen, hier die Truhen aufzumachen. Auch natürlich, weil ihr 20.000 Rohastral-Diamanten bekommen könnt. Lohnt sich immer. Dann das Highlight. Dieses Artefakt, was ich euch gerade gezeigt habe, ist in einem Set. Welchen Set-Effekt dieses genau hat, wissen wir bisher noch nicht. Aber kauft auf gar keinen Fall die Kiste mit Astral-Diamanten. Auf gar keinen Fall. Nur die beiden hier. Ihr seht nämlich, ihr braucht 4 Stück dafür. Und ihr könnt maximal 4 Stück davon in diesem Event bekommen. Alle Werte werden gesteigert. Ihr seht das schon, ne? Alle Werte werden gesteigert. Das heißt, wir haben tatsächlich das erste Mal ein Artefakt-Set, wo im Hals und im Gürtel alle Werte gesteigert werden. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie hoch genau. Allerdings, wenn die auch nur auf Fluss 2 oder auf plus 3 jeweils gehen, hätten wir schon plus 6 in all unseren Werten. Und wenn die nur auf plus 2 gehen, dann haben wir auch plus 4 in all unseren Werten. Das ist verdammt gut. Weil wirklich auf alle Werte bezogen. Das heißt, ihr habt mehr Lebenspunkte, ihr macht mehr Schaden, ihr macht mehr Schaden durch Kampfvorteil, ihr habt eine kürzere Abklingzeit, ihr habt mehr Aktionspunkte. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, wird dadurch erhöht. Und das ist eine extrem geniale Sache. Außerdem Kraft, Erholung, Rüstungsdurchdrehung oder Kraft, Crit, Lebensentzug sind auch Werte, die jetzt nicht schlecht sind. Also das ist kein Wert wie Regeneration, den man einfach nicht braucht, sondern es sind wirklich gute Werte dabei. Und wir haben definitiv, wenn wir die beiden Sachen tragen, nur von den Werten her alleine schon wesentlich bessere Werte als bei Demogorgon. Allerdings der Set-Effekt. Hier steht kein Set-Effekt dabei. Ich weiß nicht, ob, sobald man das im Inventar der Set-Effekt angezeigt wird, ich kann euch das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass die entweder keinen Set-Effekt haben oder dass dieser Set-Effekt erst erscheint, wenn man es im Inventar hat oder er wird nachgepatcht. Ach. Also das ist alleine diese erhöht den Schaden um 3%. Vorletzte Geschichte. Alleine dafür lohnt sich das schon hier. Also ich empfehle das wirklich mit jedem Charakter zu machen, das Event. Ihr müsst dazu vorher mit dem Dude hier sprechen. Und wenn ihr euch bereit fühlt, dann quatscht ihr diesen Krug an und absolviert eine Prüfung. Normalerweise mit 5 Mann. Ich bin jetzt. Oh. Stimmt. Boah, das ist ja cool. Aber ich habe die Quest jetzt angenommen und ihr seht schon, ich bin in einem Dungeon drin. Wir haben hier, ups, ich kann hier gar nicht weiter, weil wahrscheinlich ich nicht zu fünft bin. Wir haben hier ein Zeitlimit. Wir haben einen Schwierigkeitsgrad und für jedes abgeschlossene und wir haben Gruppenleben. Für jedes abgeschlossene Event. Ah, wie cool. Wird das Ganze schwieriger? Wow, die Mobs sind jetzt schon. Also gut, eigentlich ist es für eine Fünfergruppe gedacht. Wow.
Geil. Ach, schön, 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 schön. Ich habe natürlich jetzt auch etwas geringere Werte, aber das sieht doch alles gut aus hier. Aber es macht auf jeden Fall jetzt schon tierisch Spaß. Also geht da mit der Fünfergruppe rein. Das Event ist absolut genial. Es macht einen tierischen Gaudi. Und ich werde mir jetzt gleich ein paar Leute suchen und dieses Event einfach nur durchsuchten. Ich wünsche euch genauso viel Spaß dabei, wie ich jetzt schon hab. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genießt es.